Bei Bivital, regenerative Bienenhaltung, habe ich für euch zwei verschiedene Produkte mit dem Propolis. Und zwar, eigentlich sind es drei. Ich habe ja noch das Propolis als Rohvariante. Das kommt dann später in diese Glastiegel rein. Aber für die Lösung habe ich einmal die DMSO-Variante. Die wird gemacht mit halb-halb. Ich habe jetzt hier Oktober 22 angesetzt 500 Gramm Propolis auf 500 Milliliter DMSO. So, ich zeige das mal, wie das innen drin aussieht. So sieht es aus. DMSO mit Propolis. Und das wird hier jetzt täglich geschüttelt. Und nach circa 6 bis 8 Monaten filtriere ich das dann ab und mache euch da auf jeden Fall nochmal dann ein separates Video dazu. Und die andere Version ist jetzt das Propolis mit Alkohol. Da macht man nämlich genauso einen Auszug raus und damit die Lösung mit der, also sprich Propolis mit Alkohol, wonach nur eine Lösung ergibt, das ist mir nicht genug. Ich mache aus der Lösung dieses Extrakt, aber das darf jeder so machen, wie man möchte. Man nehme dazu, jetzt in meinem Fall, habe ich hier Propolis 400 Gramm vorgesehen und Alkohol 96,5%, der Weingeist 400 Milliliter. Also ihr seht, ich mache bei beiden eine Halb-Halb-Geschichte. Das Propolis ist übrigens immer noch tiefgefroren, sonst könnte ich das gar nicht so gut bewegen. Und jetzt muss man halt erstmal, jetzt kommt das halt erstmal hier rein, dauert eine Sekunde, ich glaube, ich mache dann Zeitraffer an. Super, fertig. 400 Gramm Propolis, klein gecrushed. Und jetzt kommen die 400 Milliliter Weingeist oben drüber. Genau, das blubbert dann immer so schön. Ein bisschen schwenken das Ganze. Ja, blubbert immer noch. Um es zu beschleunigen, gibt es dann auch den kleinen Trick. Dann machen wir das kurz zu und schütteln das ganze Ding mal durch. Ja, ihr seht, das löst sich echt gut hier. Und so sieht es dann aus. Und auch das bleibt jetzt bei mir 6 bis 8 Monate im Regal stehen und wird jeden Tag geschüttelt. Und noch so ein Ding zum Abschluss. Guckt mal meine Finger an, das ist sehr, sehr klebrig, das Zeug, und man kriegt es eigentlich auch gar nicht so schnell weg. Gibt aber einen Trick, muss ich auch noch kurz ein Autorennen, Spiritus holen, auf dem Zewa-Lappen drauf, das Spiritus, und dann einfach euer Propolis an Händen am Tuch abreiben. Das ist mit Alkohol löslich und klar, man kann auch Weingeist nehmen, ist aber viel teurer. Spiritus tut es für die Hände auch. Alternativ kann man Gummihandschuhe anziehen. Bin ich nicht der Freund von, weil dann habe ich wegen wenigen Minuten Arbeit wieder Plastik verbraucht und das finde ich nicht so toll. Ja, von daher, der Lappen macht's mit Spiritus und danach ist alles wieder schön weg. Bis zum nächsten Video. Ciao!